Hallo Ladies und Gentlemen, mein Name ist Naoya, herzlich willkommen zurück zu Squended Deep. Heute, ihr erinnert euch, war es unser Plan mit unserem Warft auf, ich glaube wir haben es aufgerichtet in Richtung dieser Insel, genau, wir wollen zu dieser Insel, notfalls würde ich sagen, steuern wir aber auch noch diese Insel an und diese, weil ihr wisst, wir wollen, ich will schnellstmöglich versuchen, unseren Motor fertig zu kriegen, nur war das Problem, dass was jetzt... Ja, jetzt wird es dunkel, jetzt ist es ein bisschen unglücklich, deswegen wollen wir das jetzt gerade nicht unbedingt machen. Wir können mal eben was wegschnabbeln. Das machen wir auch mal kurz. Ah. Oh, Baby. Ja, wartet. Ihr seht gleich wieder was, keine Panik. Wo habe ich denn jetzt die scheiß Kokosnüsse? So, die sind wieder da. Wir werden jetzt einfach ein bisschen noch, was weiß ich, hier so eine Stunde bis 20 Uhr ungefähr. Wir müssten hier irgendwo noch einen Jucker haben. Ich würde sagen, die ernten wir nochmal schnell, weil deswegen brauchen wir... Oh, zwei Juckers. Zwei, alter geil. Und Jelf hat natürlich in die Kommentare geschrieben, dass die Juckers nachwachsen. Das bedeutet, wir müssen uns auch gar keine Sorgen machen. Wir können die ganze Scheiße einfach komplett abpacken. Keine Probleme. Ach, scheiße, im Dunkeln finden... Ach, ich habe ja eine Taschenlampe. Das heißt, ich finde sie doch... Ich finde sie doch. Hoffe ich. 1, 2, 3. 4. Ich finde sie doch. 5. Ja, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Das sind unsere 6 und da kommen die nächsten 6. Oh, Messer. Und damit kommen wir auch unserem Lederding näher natürlich. Unserem Leatherwack, damit wir uns endlich unsere Trinkflasche... Naja, was heißt Flasche? Unser Trink, unser ledernes Trinkbehältnis craften können. Naja, 12 Stück, perfekt. Das sind die 12, die wir haben wollten. Da hinten ist noch die Sau, die wir immer noch mal töten können. Haben wir hier noch einen Jucker vielleicht? Small Pine Tree, ja, ich weiß nicht. Soll ich die auch fällen? Da kommen wir auch. Aber da kommt immer nur einer raus, ne? Ne, aus den kleinen... Wartet, wartet, sind das die kleinen Dinger... Diese Young Palm Trees, sind die gewachsen? Waren die schon immer hier? Das wäre natürlich... Oh, dann kommen da vielleicht doch nochmal Palmenbäume raus. Das wäre natürlich... Oh. Ich glaube, die haben wir schon mal... What the fuck, Alter? What the fuck, wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das, Alter? Wie viele Juckers haben wir denn hier? Hauptsache... Okay, Lashing haben wir erstmal. Ich meine, so viele ist es nicht. Das sind... 24, 6, na doch, 6 Lashings, das sind aber auf jeden Fall auch nicht wenig. Das sind definitiv auch nicht wenig. Kann ich gut und gerne mit leben. 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs. Geil. Das war jetzt viel geiler, als ich es eigentlich erwartet hätte. Oh, die stecken sogar bis 24. Na gut, das sind ja auch nur Blätter. Die sollten keinen Platz wegnehmen. Sieht gut aus. Wenn er mich fragt, sieht gut aus. So, wir wollen jetzt mal gucken. Wir wollen jetzt mal gucken. Wir nehmen mal hier einen Palmo Froncho. Füllen den da auf. Nehmen uns hier das Refine Knife. Nehmen uns hier... ja, wir nehmen uns hier eine Beans. Ich bin gespannt, ey, ob man die überhaupt kochen kann. Beans opened. Aha. Was steht denn da jetzt? Food Einserving. An open can of beans. Ja, aber soll man die jetzt einfach so essen? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht, Freunde. Wir werden es natürlich herausfinden. Und es wird wieder geklickt. Wie geil ist denn das? Wir könnten uns hier langsam mal einen Steinkreis rumziehen, weil wir haben ja Steine eigentlich... Wenn er mich fragt, mehr als genug. Steine haben wir eigentlich erstmal mehr als genug. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob man die kochen kann. Es wird... Na, es sieht nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen, als wenn es funktionieren würde. So, wir pennen jetzt und wir sehen es ja dann gleich.
Keine Ahnung. Hat sich nicht so angehört. Es hat nicht gebrutzelt. Vielleicht braucht man auch ein anderes Kochgerät. Beans Orb. Nee. Okay. Die kann man auf jeden Fall auf dem Lagerfeuer nicht kochen. Für uns fehlen drei. Die haben uns... Alter, geil. Da steht ein Serving. Deswegen dachte ich eigentlich nicht, dass uns das voll macht. Ich hoffe, wir haben die jetzt nicht... Obwohl, drei Stück haben wir noch. Alter, kein Problem. Wir haben noch Krabben. Also Essen haben wir, Trinken haben wir. Ich will langsam mal hier, dass wir da auch noch Essen haben. Aber das wird alles noch. Das wird alles noch. Seht da. Ups. Upsala, sorry. Sorry. So, wir sind alles komplett voll. Wir sind richtig mega gesund. Wir haben so die Taschenlampe. Wir haben drei Kisten. Wir haben quasi den Kompass. Ja, fuck you mit dem Kompass. Also, ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Scheiß auf den Kompass. Wir, scheiß drauf, scheiß drauf. Was haben wir jetzt für den... Ach, da gab es ja auch noch Stühle und so. Das wollen wir auch irgendwann noch machen, ne? Sleeping Bag, das wäre wahrscheinlich geil. Viermal Clove, na gut, das dauert einen Moment. Fire Pit und dreimal... Ach, ja, das machen wir mal schnell daraus. Das machen wir mal schnell daraus. Dann können wir ja neue Steine mitbringen. So, ich weiß jetzt nicht, was das bringt, inwiefern es das besser macht. Ich weiß nicht, ob es länger brennt oder weniger verbraucht oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall fliegen die Steine in der Luft, das heißt, es war nicht der beste Platz. Vielleicht müssen wir es irgendwann nochmal abreißen. Aber jetzt für den Moment ist es erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Haben wir hier schon mal einen Steinkreis drum, keine Ahnung. So, und den Kompass, den schmeißen wir zu unserem Haus, weil den einen Platz, der eine Platz, der könnte es natürlich sein. Weil wenn wir nicht unbedingt das kriegen, was wir wollen, natürlich, natürlich, oh nee, das ist nicht gut, scheiße, scheiße, packen wir doch zu unserem Zelt, wenn wir nicht, das Duct Tape kriegen, dann wollen wir vielleicht zumindest, würde ich mal sagen, Holz mitnehmen, damit wir da vorankommen. Hatte ich irgendwie feinen Spear? Ja, hatte ich. Das ist gut. Okay, machen wir uns auf den Weg. Wir wollen hier nicht schon wieder die ersten 10 Minuten im Video, wenn ich eine neue Aufnahme starte, die verschwende ich irgendwie immer für völlig sinnlose Sachen. Es tut mir mega leid. Und wir ackern jetzt darüber. Ich hoffe, das klappt. So Leute, da sind wir wieder. Ich denke, dass... Ich habe voll Angst. So, also ich bin echt im Meer. Ich würde nie im Meer schwimmen gehen, weil ich muss echt sagen, ich hätte voll Panik oder ich habe voll Panik, im Meer schwimmen zu gehen, dass irgendwas an meinem Fuß dann lang schlabbert und da irgendwas... Nee, Alter, ich könnte das nicht. Also das Meer ist echt nicht meins. Ich habe wahrscheinlich wirklich eine richtige Meerphobie. Weil wenn ich dann denke, ich schwimme da, ey, und was weiß ich, es muss kein großes Vieh sein, ja, einfach nur ein kleiner Fisch. Wenn ein kleiner Fisch an meinem Fuß oder so vorbei schlabbern würde und ich schwimme da, ich würde mich nicht mehr bewegen können vor Angst. Ich würde da dann wie gelähmt im Wasser hocken und hoffen, dass mich wer rettet. Ja, so ist es nun mal. So, schon mal ausrichten, weil sonst, das sieht gut aus. Das sieht jetzt leider nicht so aus, als wenn hier, scheiße. Das sieht nicht wie eine gute Insel aus, Leute. Das sieht irgendwie nicht wie eine gute Insel aus. Das hat natürlich nichts zu bedeuten. Wir brauchen Stöcke, so wir wollten wieder Stein. Achso, die Kisten erst. Na, erstmal gucken wir vielleicht. Notfalls, sage ich mal so, können wir auch im Prinzip gleich weiterschwimmen, wenn die Insel hier, wenn hier gar nichts ist. Hier ist nicht ein einziges Wrack. Yucca will ich jetzt nicht unbedingt. Was ich eigentlich gerne hätte, da die Kartoffeln nicht zu funktionieren scheinen. Wir hatten ja auf der ersten Insel eine Kura-Frucht. Und, naja, ich hätte mal gern eine neue Frucht, um zu gucken, ob wir die Frucht
nicht. Einpflanzen können. Beziehungsweise, ich habe natürlich geguckt im Internet, da standen 8, 9 oder 10 Sachen, die man einpflanzen kann, da stand auch die Kartoffel bei. Ich weiß aber nicht, ob das für die neueste Testversion nur gilt, für die 0.393 oder so. Hier offiziell ist ja noch die 0.38. Und ich weiß nicht, ob dann hier vielleicht nur Früchte gehen und keine Kartoffeln. Aber auf jeden Fall mit Kartoffeln wird es, glaube ich, nichts. Und hier, ja, es wird gerade allgemein nicht wirklich was. Scheiße. So, ich würde sagen, wir machen uns... Drei. Ich würde sagen, wir benutzen drei... Ne? Drei Sachen. Wir sammeln einmal natürlich Stücke. Das wäre ein Stack. Dann hätte ich gerne 4 Kokosnüsse. 1, 2... Okay, 4 Kokosnüsse haben wir. Und dann noch bitte ein Stack Steine und Holz. Steine und Holz. Mehr nehmen wir dann von der Insel nicht mit. Wir segeln direkt weiter zur nächsten Insel, weil hier haben wir leider nicht das bekommen, was ich haben wollte. Und hier ist kein Wrack. Die Insel ist scheiße. Ich meine, zum Holzernten ist die gut. Holz haben wir hier. Auch da mineable Ressourcen. Aber das können wir uns irgendwann immer noch holen, wenn wir es dann darauf wirklich anlegen. Jetzt, wie gesagt, haben wir erstmal... Habe ich erstmal andere Wünsche. Einen Stein noch und 2 Stücke. Ja, da ist der Stein, sehr gut. Und einen Stock. So, dann segeln wir von dieser Insel gleich weiter, ja, würde ich sagen. Dann verziehen wir uns hier direkt. Weil ich bin jetzt wirklich, ich habe jetzt für heute wirklich nicht geplant, Holz zu sammeln. Groß, das ist jetzt eigentlich, das wollen wir zwar auch machen, wir wollen unser Ding da bauen, unseren Palast, ja? Scheiße, wo habe ich in die Kiste hingepackt? Och Leute, sagt mir nicht, dass ich schon wieder blöd bin. Wo habe ich denn die Kiste hingepackt? Oh, wieso habe ich hier nicht zum Boot gestellt? Wieso habe ich hier nicht zum Boot gestellt? Das sieht gut aus. So, direkt weiter. Das Holz, das holen wir uns noch. Aber erstmal ist so da... So, nee, Quatsch. Man muss auch ein bisschen gucken. Das ist unsere Insel. Dann machen wir uns jetzt nochmal zu der da. Das ist die, bei der wir das jetzt... Ist das die, bei der wir beim letzten Mal... Ach du Scheiße. Nee, das ist noch eine neue. Wir segeln jetzt zu der. Dann darf ich natürlich nur nicht... Dann darf ich nur nicht ganz die Überblick, aber eigentlich kann ich sowas gut, also eigentlich habe ich einen sehr guten Orientierungssinn und gehe davon aus, dass ich meine Insel trotzdem wiederfinden sollte, auch wenn wir hier ein bisschen quer paddeln, segeln, fliegen, fließen, keine Ahnung. Ich merke mir das einfach, wir sind von da und danach da und dann, ja, das klappt, das ist kein Problem. Da ist irgendwo ein Hai. Wenn wir ein größeres Waft haben, dann werde ich auch vom Waft aus versuchen, die Haie zu... Mann, was ist das mit dem Wasser? Ich spiele auf Ultra, ich habe es noch nicht runtergestellt. Ich überlege ja schon, ob ich auf Hoch runterstelle, in der Hoffnung, dass dann dieser Wasserfehler weg ist. Wartet, ich mache das mal eben. Vielleicht geht das ja ganz schnell. Graphics. Preset. Low, Medium, High, Ultra. Machen wir mal High. Oh mein Gott, das ist ja noch schlecht. Ach, was ist denn das? Ach, jetzt das wird mir jetzt alles nicht mehr angezeigt. Ach du Scheiße. Okay, wieder auf Ultra. Das, ach du Scheiße. Das war ja der totale Dreck. Jetzt habe ich... Stellt niemals. Und ich meine, stellt niemals die Grafik um... Wenn ihr gerade im Spiel seid, das funktioniert nicht. Ich muss gleich nochmal ausmachen und nochmal starten, weil ihr seht's ja, ich glaube, das kann sich keiner antun.
Wir können zumindest auf den Meeresboden jetzt gucken. Ihr seht es durch diesen, ja, Grafikfehler oder keine Ahnung, wie ich es jetzt betiteln will. Und wir können auch nicht so schöne Dinge sehen. Das ist unsere Insel, denkt dran. Ach, fuck, Alter, jetzt. Obwohl, wartet, jetzt sieht's gerade, das sieht jetzt gerade irgendwie gut aus. Das sieht jetzt irgendwie gerade gut aus, dass man jetzt runter gucken kann. Keine Ahnung, ey, so, wir müssen auf jeden Fall zu der Insel dann. Wenn wir hier jetzt auch nichts haben, dann sammeln wir Holz. Scheiß drauf, ich will zu sehr verfahren, will ich mich auch nicht. Hallo? Hallo, Freund. Ach man, das ist doch kacke. Das ist doch richtig scheiße. Oh, Planken. So, wartet. Zack. Zack, zack. So, die unterste war jetzt die volle, ne? Genau, die war voll. Die beiden sind leer, hoffe ich zumindest. Und natürlich, Planken können wir nicht hier lassen. Ich muss mal kurz neu starten, Alter, sorry. Vergesst es, ich kann gar nicht neu starten, ich kann hier ja gar nicht speichern. Scheiße, das heißt, wir müssen hier jetzt durch. Fuck. Fuck, 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 das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid. Oh ja, nice, eine Plankeninsel. Müsst ihr euch kurz antun, wir sehen gleich zu, dass wir zurück auf unsere Insel kommen, dass ich speichern und nochmal neu starten kann. Ach, scheiße. Ändert nicht während dem Spiel die Grafikeinstellungen. Jerrycan. Ja! Wie schnell ging das denn? Wie schnell ging das denn? Oh, wir werden sowieso zurück auf unsere Insel und wir können unser Dingsbums sogar noch größer machen, unser Holzscheiß. Oh, fuck yeah, Mann. Fuck yeah. Klof und Metall. Alter, Leute. Geil. Nice Scheiße. Oh, los, Alter, jetzt gibt Kette. Ich will zurück nach Hause. Wir können unseren Motor bauen. Dann müssen wir rumfahren, einsammeln. Das hier können wir nochmal ein bisschen größer machen. Moment. Ich darf jetzt nicht verrückt werden. Zweimal Jerrycan, das ist, glaube ich, gut. Ich weiß nicht, ob der Motor Benzin wirklich verbraucht. Ja, ob das alle werden kann, das weiß ich nicht. Duct Tape, Motherfucker. Lashing. Plank shit. Linke Maustaste. Na Uja, linke Maustaste. Baby. Oh, hier habe ich es auch falsch gemacht. Nicht das Duct Tape, bitte. Nein, nein, nein. So, wenn wir die Bälle noch holen. Weil das Problem bei dem Floß ist, das habt natürlich auch ihr bemerkt. Na, logischerweise habt ihr das bemerkt. Man sieht nicht, wenn man nach vorne schwimmt. Deswegen müssen wir uns auf jeden Fall noch einen Teil davor bauen. Ja, komm, Bälle. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon wieder kaum Plätze, um vielleicht noch hier Holz mitzunehmen. Aber das ist mir jetzt auch scheißegal. Ach, hier hätten wir Clove und Corrugated Scrap. Richtig geil. Ey, richtig geil. So, und ein Untergeschoss. Ein Untergeschoss hatte diese Bootart nicht, ne? Wir haben von dem Boot jetzt alles mitgenommen, was es gibt. Wir wissen, dass es hier kein Untergeschoss gibt. Naja, schon, aber da ist nichts drin. Also, weg hier. Geil. Wir haben auf jeden Fall noch was. Glaubt mir, wir haben auf jeden Fall noch was. Also, freie Plätze. Das hier ist voll. Hier haben wir noch einen Platz. Da können jetzt quasi... Ach nee, warte. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Oh nein, ich habe gar keinen Hammer hier. Fuck. You. Ein Lashing hätten wir und die Bälle hätten wir, aber ich habe keinen Hammer hier. Ich baue mir jetzt aber auch nicht extra ein. Ich meine, es wäre nicht schlimm, weil wir haben ja sowieso nur noch einen Refined-Hammer da. Zwei Steine, ein Stock, ein Lashing. Zwei Steine, ein Stock, ein Lashing. Ach, wisst ihr. Pff.
Zwei Steine, ein Stock, ein Lösching. Ist mir scheißegal. Machen wir. Das machen wir jetzt. Ein Stein, ein Stock, zwei Steine. Und dann hätte ich gerne noch ein Lösching. Oh, ja, Alter. Alter, wir sind perfekt. Wir haben jetzt alles. Ohne Scheiß, Leute, wir haben jetzt alles. Eine Kurafrucht. Die müssen wir einpflanzen können. Wenn wir die auch nicht einpflanzen können, dann... Dann weiß ich nicht, was man überhaupt einpflanzen kann. Was habe ich jetzt gesagt? Ein Lösching. Ist hier eine Yucca oder muss ich es kompliziert machen? Da ist ein Yucca, Alter. Fuck you, Alter. Wie geil ist das? Schlange. Ich höre eine Schlange. Oh nein, es geht wieder los. Die wilde Suche beginnt von vorne. Das waren 5. Meint er, ich sehe es mit der Lampe besser? Da ist das Mistvieh. Und es tut mir wirklich noch einmal leid, aber ich... Es geht nicht. Ich kann so etwas nicht verkommen lassen. Dann kriege ich Bauchschmerzen. Das Ding ist weg. Ein Schwein! Da ist es. Geil. Oh, ich wusste... Oh, das Schwein muss... Oh, Mann! Mann, das Schwein, das können wir ja sofort noch töten. Oh mein Gott, die Folge wird wieder länger. Ich weiß es. Ich weiß es, dass die Folge wieder länger wird. Lösching. Mach mir einen Hammer, Baby. Mach's mir heftig. Jetzt kack dir mal nicht ins Hemd, Alter. Hier, Hammer. Jetzt brauchen wir noch ein Lösching. Aber wir haben ein Lösching in irgendeiner Truhe drin. So. Wir sind unstable. Ach, mittlerweile geht's ein bisschen. Muss ich das erst immer ein bisschen gewöhnen? Jetzt geht schon wieder ein bisschen das Wasser. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist auch nicht so tragisch. Hier haben wir das Lösch. Ach, der hat irgendwas benutzt, was da rumlag. Ja. Warte, da war vorne. Wir müssen jetzt nicht unbedingt Holz drauf machen, weil es geht ja nur im Prinzip, dass wenn wir nach vorne segeln, dass wir eine Spitze haben und wissen, in welche Richtung wir steuern. Wir könnten uns natürlich jetzt von dieser Insel hier auch direkt die Sachen einsammeln. Was haben wir für den Holzflor gebraucht? 4 Stücke. Ja, machen wir uns den auch noch. Ich bitte euch. So, was habe ich hier jetzt gemacht? Wenn ich noch 2... Ach, ist ja auch scheißegal eigentlich. So, hier, das war voll, das war voll, das war voll. Hier hätten wir halt noch einen Platz und im Inventar haben wir jetzt auch ein bisschen was. Also irgendwas können wir mitnehmen. Das Tarp ist mir jetzt nicht so wichtig. Ein Stock, ein Stock. Ich hätte gern das Messer. Ein Stock, danke. Oh, es wird sowieso dunkel, das heißt, es passt eigentlich alles perfekt zusammen. Ich habe den Stein und den Stock jetzt noch im Inventar gehabt, weil er wieder irgendwas benutzt hat, was in der Gegend... Ach, das Schwein wollte ich töten wegen dem Leder. Oh, ich brauche aber auch die Kurafrucht. Ich darf hier jetzt mich nicht verwirren lassen. So, wir müssen jetzt aber Dampf machen. Es tut mir leid, wir müssen... Fuck, ich glaube, wir töten das Schwein doch nicht. Ich glaube, wir töten das Schwein gerade mal doch... Tut mir leid, die Planke hat Vorrang. Okay, wir müssen weg. Es tut mir leid, aber wir müssen jetzt weg. Ich habe keinen Platz mehr und ich kriege hier Probleme. Hier ist, okay, das hier ist noch eine gute Insel. Ja, die müssen wir uns merken. Die Kurafrucht, logischerweise, die ist sehr wichtig, dass wir die nicht vergessen. So, hier kann noch Planke rein. Das ist gut. Dann kann hier noch rein... Ne, warte, das Metal Script, das hatten wir irgendwo. Da, genau. Dann wollten wir uns noch jetzt das eine Teil bauen. Ganz schnell, ganz fix. Sauber. So, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Ja, jetzt... Ach, ich muss die Kisten ja... Na, perfekt, perfekt. Passt perfekt, Leute. Wie geil ist denn das? Passt perfekt. Leider kein... Oh, die Kurafrucht.
Mann, fuck you. Ja, dann muss der Stein hier bleiben. Die Kurafrucht ist zu wichtig. Nein, verarsch mich nicht. Wo war diese scheiß Frucht? Oder war es überhaupt Kura? Ja. War Kura. So, jetzt zurück nach Hause, Alter. Und dann... Fuck, ist das geil. 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 Und wir sehen endlich, wo wir hinsegeln. Wie geil ist denn das? Ist auch richtig rum, ne? Genau, links ist links und rechts ist rechts. Okay, bis gleich auf der Insel. Habt ihr das gerade gesehen? Ich war beschleunigt, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Scheiße, wenn das uneben ist, dann gibt das voll die Seitenlage. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Okay, so darf man das gar nicht bauen. Da sind tatsächlich ein bisschen... Jetzt fällt mir schon wieder das Wort nicht ein. Wie, ihr kennt mich ja, mir fallen nie die entsprechenden Wörter ein. Statik. Ungefähr sowas wie Statik, wollte ich sagen. Und da das Schiff hier nicht statisch gebaut ist, da wir jetzt da so eine Spitze haben, gerät das hier voll ins Rumschwappen. Das heißt, scheiße. Jetzt brauchen wir dringend nochmal 5 Bouillabaisse-Bälle. Wir könnten auch was anderes nehmen, aber dann sieht es scheiße aus, also will ich das nicht. Und der zieht voll nach links. Der zieht voll nach links weg. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Zum Glück ist der Motor fertig. Oi. Da habe ich ein bisschen was verfuscht. Habe ich das Gefühl. So, aber trotz allem sind wir lebend wieder bei unserer Insel angekommen. Das wäre ja auch gelacht gewesen, Alter. Ich kenne mich doch mit so einer Scheiße aus. Mein Orientierungssinn, ich kenne niemanden mit einem besseren Orientierungssinn als ich. Ohne Scheiß. Ist wirklich so. Ist kein Angeben. Man muss auch einfach mal sagen, wenn man denkt, dass etwas so ist. Wenn ich einmal irgendwo hinfahre. Mein gut, wenn es jetzt nicht gerade 1000 Kilometer sind, ja, aber wenn es, was weiß ich, 100, 200 Kilometer sind. Wenn ich einmal den Weg fahre. Dann irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Natürlich mit Karte oder mit Navi oder sonst wo. Beim zweiten Mal kenne ich den Weg. Wenn ich den Weg einmal gefahren bin, dann kenne ich den. Und so ist es natürlich auch hier. Und das kann uns nur eventuell von Vorteil gereichen. So, und jetzt was? Blablabla. Jetzt nicht verwirren lassen hier. Kurafrucht. Machst du jetzt das, was du sollst? Ich habe die gerade gegessen. Ich habe, weil ich mich irgendwie bewege. Ich habe mich irgendwie bewegt. Ich hatte schon eh halb durchgedrückt und dann habe ich die linke Maustaste gedrückt. Nein. Das geht nicht. Nein. Wieso, Alter? Es würde jetzt die Möglichkeit geben, dass ich diese komplette Folge, was hier passiert ist, dass ich den Speicherpunkt lade, wenn die Kurafrucht noch da ist, aber... Aber... Es wird noch mehr Kurafrüchte geben und... Nee, wir lassen das so. Es wird noch woanders eine Kurafrucht geben, aber das darf gerade echt nicht wahr sein. Ich glaube... Nein. Ich glaube, ich bin bescheuert. Ich glaube gerade echt, ich bin bescheuert. Oh, fuck you. Fuck you, ey. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Schlafen, bitte. An dieser Stelle trotzdem, die Folge hat schon wieder Überlänge.
Wir bauen uns in der nächsten Folge erst den Motor. Darauf dürft ihr euch freuen. An dieser Stelle beende ich für heute, ich beende jetzt die Folge. Ich mache jetzt aber noch die Folge, weil ich will den verdammten Motor haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich die epische Kurafruit verschwendet habe. Wie? Das wird mir keiner glauben, wenn ich es irgendwie mehr erzähle, aber es ist nun mal so. Ich habe die Kurafrucht verschwendet, jetzt brauchen wir noch eine. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge machen wir das Metallboot, den Motor und schippern von Insel zu Insel, bis ich eine verdammte Kurafrucht nochmal finde. Bis dahin, macht's gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.